Der Dönerladen von Firat El Vito und seinem Vater läuft aktuell ziemlich gut. So gut, dass nun sogar jemand bei ihnen eingebrochen ist. Es war ein Tag wie jeder andere. Das Geschäft lief gut und alle waren zufrieden. Doch scheinbar hatte es eine Person auf den Laden abgesehen. In der Nacht soll sich jemand mit einem Brecheisen Zugang zum Laden verschafft haben und hat vermutlich Geld oder andere Besitztümer gestohlen. Leider ist nicht bekannt, um wen es sich hierbei handelt. Doch nun suchen Firat und sein Vater nach Hinweisen zu der Person aus Dessau. In einem kurzen Statement-Video spricht er nun klare Worte zu dem Fall und bittet jeden in der Umgebung um Unterstützung. Peace, Freunde, was geht ab? Ich hoffe, allen geht's gut. Ich wurde gerade mit einem Anruf von meinem Vater aufgeweckt. In unser Dönerladen ist jemand eingebrochen. Ich werde jetzt ein Video vom Täter posten. An alle aus Dessau und Umgebung, postet das Video weiter. Schickt es euren Freunden allen. Lasst uns diesen Typen finden. An der Laufart oder irgendwie sowas. Man wird ihn schon erkennen. Man sieht auch minimal sein Gesicht, aber leider nur sehr verpixelt. Aber ich garantiere, ich bin sehr zuversichtlich, wir finden den Typen 100%. Es ist unwahrscheinlich, dass die Person die beiden kannte, aber es ist möglich, dass sie genau wusste, was es in dem Laden zu klauen gibt. Wir hoffen, dass Firat und sein Vater den Täter ausfindig machen können. Habt ihr eine Vermutung, wer das sein könnte? Müssen sie sich jetzt in Zukunft besser in Acht nehmen?